Gehen wir rein in Age of Empires 4. Mein erstes Mal. Ja, wenig Age of Empires in meinem Leben gespielt. StarCraft und Command & Conquer kamen dem Spiel zuvor. Aber ich bin ready für ein neues Echtzeitstrategiespiel. Ich hab Bock. Rein in den Lachs. So. Wir machen das Intro-Tutorial. Das wurde mir direkt auch schon eingangs gezeigt. Und wir werden wahrscheinlich mal die Kampagne spielen. Ich weiß nicht, ob es hier so viele Missionen und so ein Zeug gibt. Falls nicht, dann gehen wir in den Multiplayer und flexen ein paar Noobs oder so weg. Ich mach nur Spaß, ne? Die übertriebene Selbstdarstellung gehört jetzt dazu. Und mal gucken. Wer spielt Fußball? Mir ist bald auch noch keine Sekunde gesehen von dem Gameplay. Boah, Kollege, du bist ja fast dreimal so schlimm wie ich. Also dreimal so schnell, Alter. Mr. Yondala, vielen Dank für den dritten mit Prime. Ehre. Lamm, Dave. Moin, moin. Nach der gewaltsamen Vertreibung aus ihren Häusern standen hartgesottene Geflüchtete vor der Aufgabe, wieder ganz von vorn anzufangen. Sie gründeten ein neues Dorf weit draußen auf dem Land. In Nürnberg. Okay, Map, Ressourcen, Bevölkerung. Bei der Gründung einer neuen Siedlung bestand die oberste Priorität darin, eine zuverlässige Nahrungsquelle zu finden. Am naheliegendsten war es, Nahrung in der Natur zu sammeln. Ah, okay, ich muss direkt schon mal, ich glaube, ich müsste WASD für Map-Bewegungen einstellen, weil aktuell sitzt die Falltasten. Aktuell sitzt die Falltasten. Joey the Drummer, danke für den zweiten mit Prime. Merci, mein Lieber. Ehre. So. Gibt mit Sicherheit auch später nochmal Limits, wie viele Leute gleichzeitig an Nahrungsquellen arbeiten können. So, Dorfzentrum. Da muss ich aber später einstellen, dass ich mit WASD strawn kann. Oder kann ich das jetzt schon direkt machen? Das kostet nur einen Moment. Steuerung? Neu belegen. So. Was sind Rastertasten? Was? So, ich hoffe, das passt jetzt. Dave nennen wir das Profil einfach mal schnell. Speichern. Okay, das hat nicht funktioniert. Schade. Na gut, 50 zusätzliche Nahrung sammeln. Moin, moin, Gathwar. Denke nicht, dass du es umstellen kannst. Die Hotkeys in den Age of Empires 4 richtig schlecht. Okay, danke. Mit einer guten Lebensmittelversorgung konnte das Dorf allmählich wachsen. Dazu waren mehr Hände erforderlich, die sich die Arbeit teilten. Okay, solange du hier mit Quert quasi produzieren kannst. Gut, ich glaube, in StarCraft habe ich auch anhand der Minimap immer navigiert. Oder halt, wenn du hier rüberziehst, so ein bisschen. Und ESP Ehre für den Gift-Zap. Merci, mein Lieber. Moin, Mann. Dave is quick. Oh. Sie haben untätige Dorfbewohner. Öl. Direkt schon mal Micromanagement hier. Okay, es wird zu wenig Action per Minute gerade, Kapi. Okay. Produzieren Sie. Ich finde es auch so geil. Also, das ist halt eins zu eins auch meine Wortwahl in Strategiespielen. Aber dieses Wort produzieren, wenn es um Menschen geht, ist einfach so geil. Ich liebe es. Okay, perfekt. Ja? Die neuen Arbeitskräfte konnten sich nun um die Bedürfnisse des wachsenden Dorfes kümmern. Zuerst bauten sie eine Mühle in der Nähe ihrer Nahrungsquelle, damit die Dorfbewohner gesammelte Beeren leichter ablegen konnten. Bauen sie eine Mühle in der Nähe von hier den Beeren, oder was? Beeren, Mann! Vielleicht kann ich auch mehrere von den Dudes hinschicken. Ja, nee, macht mal hier weiter. Nice.
Als nächstes brauchte das wachsende Dorf Holz zum Bauen. Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holz hier, yeah, Holz hier, Holz. Ich und mein Holz. Yeah, yeah. Yes, Sammy, okay, wie kann man die Map drehen? Okay. Ja, funktioniert bisher. Erste Quelle ist schon weg. Ah, ducken! Ah, Dorf, wo. Ja, werden mehr Häuser benötigt. Okay. Ja, das finde ich auch eigentlich immer sehr cool bei Age of Empires, aber das war immer so ein Faktor, der mich dann doch ein bisschen immer sorgenvoll gestimmt hat. Dass die Ressourcen endlich sind, je nach Quelle. Also gut, hast du theoretisch in Command & Conquer auch. Da gab es zum Beispiel in Generals diese Rohstofflieferungen in Red Alert. Die wachsende Gemeinde verfügte nun über eine stetige Versorgung mit Holz. In Red Alert. Um das Sammeln von Holz zu erleichtern, errichteten die Dorfbewohner ein Holzfällerlager in der Nähe des Waldes. Ja, das lohnt sich hier halt mehr. Dann geht ihr mal in ebenfalls hier produzieren. Perfekt. Ja, Dank des Lagers mussten die Dorfbewohner das Holz nicht mehr über so weite Strecken transportieren. Wird aber schön erzählt. Das Dorf zusätzliche Häuser für seine wachsende Bevölkerung. Ich finde das tatsächlich sehr schön erzählt alles. Also es gefällt mir. Warte mal, kann man das... Oh, das ist nice. Was ist das? Ja, baue drei Häuser. Durch zusätzlichen Wohnraum konnten noch mehr Dorfbewohner ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Aber ein bevölkerungsreiches Dorf würde die natürlichen Nahrungsquellen bald erschöpfen. Richtig. Um zu wachsen, brauchte die Gemeinschaft eigene Farmen. Drei Felder anlegen. Ah, wait a second. Aber immer ein bisschen mehr. Vielleicht kommen wir da schneller sogar durchs Tutorial. Etablieren Sie Ihre Wirtschaft. Waldarbeiter und Bauern sorgten nun dafür, dass das Dorf gut versorgt war. Perfekt, erkunden Sie die Wildnis. Was machen wir mit dir? Um weiter zu wachsen, war es nötig, die Landschaft zu erkunden und mehr Rohstoffe zu finden. Dafür beauftragten die Gemeinden Späher. Produzieren Sie einen Späher im Dorfzentrum, okay? Okay, also Hotkey-mäßig in StarCraft kannst du zum Beispiel ein bisschen Auswahl, hast ein bisschen Auswahl, was die Hotkeys angeht. Die schnellen und weitsichtigen Späher waren der Schlüssel zur Entdeckung neuer Rohstoffe. Die wichtigste Aufgabe eines Spähers war, eine gute Goldquelle zu finden. Vielen Dank für den 15. Monat, dir, merci. Ja, ja. Ja, Sir. Warte mal. Aha. Das sieht doch alles immer so geil aus.
Damit sie das Erz nicht über große Entfernungen transportieren mussten, errichteten expandierende Gemeinden ein Bergarbeiterlager in der Nähe der Goldquelle. Oh, Leute, Alter! So, das haben wir auf R. Mich irritiert, dass du erst Q anwählen musst, weil sonst reagieren die Hotkeys nicht. Wenn ich jetzt R drücke, passiert nichts. Wenn ich Q drücke, dann kann ich erst den Hotkey machen. Das ist unter anderem verwirrend, wenn du, sagen wir mal, jetzt Q nicht drin hast. Und dann A. Okay, jetzt geht's, warum auch immer. Hä? Okay, jetzt geht's, wie auch immer. Ein gut platziertes Lager ermöglichte einen effizienten Goldabbau. Ah, aber das Gebäude kann ich mir auf die 5 legen. Das ist cool. Okay, die Gebäude kannst du dir tatsächlich da drauf legen. Einheiten auch. Ja, perfekt. Ey, not bad. Was ist das? Oh! Ein Wall. Wenn das Dorf reichlich mit Gold versorgt war, wurde es zu einer Stadt. Okay, wir können durch die Epochen gehen. Ein Anzeichen für diese Entwicklung war der Bau eines großen Wahrzeichens. Ein großer... Ja? Abtei der Könige kostet 400 und 200. Jo. Oh, hier wieder eine Goldader. Also bis jetzt muss ich sagen, funktioniert einiges doch so, wie ich es erwartet habe. Ist schon nett. Okay, wie breche ich die Produktion ab, außer draufklicken? Moment. Ja, keine Ahnung. Meine Güte. Nice. Mit dem Wahrzeichen demonstrierte das einst verschlafene Dorf, man kann nur drauf dass es nun klicken. Eine Danke. Blühende Feudalgemeinde war. Aber die Stadtbewohner waren schon einmal aus ihren Häusern vertrieben worden. Dieses Mal würden sie sich wehren. Richtig. Auf die Fresse! Der erste Schritt war der Bau einer Kaserne für die Infanterie. Sobald die Stadt eine Kaserne hatte, konnte sie eine ständige Truppe von Soldaten einrichten. Als Milizsoldaten wählte man häufig einfache Infanteristen, die mit Speeren bewaffnet waren. Okay, das kannst du dir dann auch auf den Hotkey legen. Perfekt. Oha! 10 Speerkämpfer, okay. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Eine Kaserne soll absolut nicht reichen oder ein Produktionsgebäude. Jetzt zack. Aber du kannst so Auftragsketten machen, das ist super. Jetzt hat der Speer noch dabei. Dann kann ich den doch sicher rausklicken. Ja.
Mal, was ist, wenn ich Steuerung 1 mache? Dann ist der Speer raus. Nice. Okay, wenn du Shift und eine Zahl machst, dann werden die hinzuaddiert. Wenn du Steuerung 1 machst, werden die anderen ersetzt. Und konnte versuchen, die Ländereien zurückzuerobern, die durch die Invasion verloren gegangen waren. Die Eindringlinge hatten die nördliche Straße mit einer starken Palisade blockiert. Speere richteten gegen diese Mauern zwar wenig aus, aber die Miliz konnte das Hindernis mit Fackeln niederbrennen. Wait, what? Okay. So. Okay, du kannst sie nicht Truppen folgen lassen. Ihr faulen Säue. Wie mache ich das Thema zum Angriff der Palisade? Erst ihre Speerkämpfer auswählen, dann mit Rechtsklick. Oh, woran scheitert's? Nahrung. Als die Straße frei war, konnte die Miliz ihr Land im Norden zurückerobern. Zuerst mussten die Speerkämpfer mit einem einzelnen Wachposten fertig werden. Mach einfach weiter kaputt. Boah! I'll be looking for freedom. Ja, brennt jetzt eh, ne? Ja. Das ist Damage over Time. Jaha. Gekillt, Junge. Die Miliz rückte aggressiv vor und eliminierte den feindlichen Wachposten. Die Eindringlinge ließen die Straße durch ein kleines Kavallerielager bewachen, aber die Miliz war bereit zum Angriff. Ehre Rial für den neunten Monat. Moin, moin, Diggi. Servus, was geht? Na, warte mal, habt ihr eigentlich begrenzt viel Stuff hier? Nee. Abfahrt. Speer. Hier war kein nix mehr, oder? Jawohl! Schnappt sie euch! Okay, nicht so viele Speerkämpfer, weil Micromanagement wird sonst ein bisschen schwierig.
Speere waren gegen Kavallerie äußerst effektiv, sodass die Miliz siegreich aus dem Gefecht hervorging. Jetzt mussten nur noch die Ställe der Eindringlinge zerstört werden. Der Kavallerieposten der Eindringlinge war zerstört. Aber entlang der Straße warteten noch weitere feindliche Stellungen. Das nächste Lager wurde von feindlichen Bogenschützen verteidigt. Hier waren die Speerkämpfer im Nachteil. Um hiermit fertig zu werden, brauchte die Gemeinde eine eigene Kavallerie und so mussten Ställe gebaut werden. Damit diese Kavallerie schnell einsatzbereit war, musste die Stadt die Stallungen in der Nähe der Frontlinien bauen. Okay, perfekt. So, zwei Ställe im Markiertgebiet. Hier. Zum Glück kamen freundliche Dorfbewohner aus ihren Verstecken und halfen mit. Wo? Hallo! Da muss ich hier gar keine Menschen machen. Brauchen wir hier gar keine Menschen. Ja, geh arbeiten. Oh nein, ich werde arbeiten. Ja, die Goldader ist bald leer. Lul. Okay, läuft. So, Stelle. Wenn du Q drückst, kommst du zu diesen Hotkeys. Wenn du W drückst, kommst du zu diesen Hotkeys. Jetzt verstehe ich. Eat, Brinkada. Yerwath Garwigan, Aknawa. Was ist das? Haus. Garu, eat, Brinkada. Coffee. Garu, Ferro. Astira. Sobald die Ställe errichtet waren, konnte die Stadt eigene Reiter einsetzen. Garwigan, Asrit, Nu. Okay. Mit May. Hessa, Commander. Garu, Hupa. Kummeth on. Der frisst sogar die Felder nieder, ja klar. Wer weiß denn, was die für komische Sachen gegessen haben? Richtig! Tschüss! Ciao, Alum! Farm, Junge! Richtig! Und vielen, vielen Dank, X-Andy, für den vierten Monat. Hype! Ehre, Digi. Moin, moin. Moin nach Hoffenschorsch. Moin an alle, die hier gerade frisch dazukommen. Schön, dass ihr dabei seid. So, wenn ich euch alle persönlich grüße. Fühlt euch persönlich gegrüßt. Nicht zugänglich, huch. Hä? Warum? Dann muss ich hier weitergehen, Norden. Ach, 15 Reiter habe ich... Ah, nee, warte. Die Stadt verfügte nun über eine schnelle, leichte Kavallerie, die langsamere Gegner wie Bogenschützen in Bedrängnis bringen konnte. Jawohl. Und Rial haut 5 Giftsaft raus, Ehre, Digi. Vielen Dank. Und moin Patrick, was geht, Digi? Gibt's ein Bevölkerungslimit, Leute? Die Kavallerie eliminierte die gegnerischen Bogenschützen und machte sich daran, auch den Schießstand zu zerstören. Die Bogenschützen der Eindringlinge und ihr Lager wurden ausgelöscht. Eine letzte feindliche Stellung blieb noch, die mit Palisaden befestigt war und von Speerkämpfern verteidigt wurde. Um damit fertig zu werden, brauchte die Stadt Langbogenschützen. Zuerst musste man in dem von den Eindringlingen zurückeroberten Gebiet Schießstände errichten.
Später kamen freundliche Dorfbewohner, um zu helfen. Ja, wir brauchen Bogenschützen. Okay, Schießstände. W, A... gerade kam die Frage auf, ob Age of Empires 4 anders ist als 3. Leider keine Ahnung. Warte mal, was ist, wenn ich... zwei Konstruktionsgebäude gemeinsam habe? Okay, dann kann ich hier hin und her klicken, das ist schon mal gut. Mal gucken, wie es aussieht, wenn die, Dinger hier fertig sind. Nach dem Bau mehrerer Schießstände konnte die Stadt ihre Truppen mit Langbogenschützen verstärken. Okay, du kannst auch mit Tab durchwechseln. Nice. So, die fügen wir mal zu dem ersten Trupp hinzu. Micromanagement werde ich noch nicht machen. Ich kann mir vorstellen, es wird irgendwann wichtig, aber hey. Mal gucken. Ja, moin, Tim. Maximal 200, danke. Okay. Also wie in StarCraft 2. Eine starke Truppe von Bogenschützen konnte feindliche Speerkämpfer aus der Ferne eliminieren, wenn sie die richtige Stellung einnahmen. Oh, jetzt habe ich auf 2. Okay, perfekt. So, Kavallerie reitet erstmal voraus, checkt erstmal aus, ob es hier was anderes gibt. Also bis jetzt sehr intuitiv. Ja, kurz nochmal ausgeführt. Age of Empires 3 habe ich gar nicht gespielt. Oh, wir haben maximale Menschenzahl erreicht. Nee, warte mal. Stopp, stopp. Abbrechen. Okay, es ist Stopp. Okay, weil 200 drüber geht's ja nicht. Die Langbogenschützen waren auf einer Klippe positioniert und dadurch gegen Infanterieangriffe geschützt. High Ground und Hit and Run. Also ohne Hit. Rein! Die wiedererstarkten Einheimischen brachten die letzten Eindringlinge zu Fall. Nun, da ihre Ländereien frei von Feinden waren, konnte die Einwohnerschaft die nächste Wachstumsebene erreichen und zu einer mächtigen mittelalterlichen Stadt heranwachsen. Zur Ritterzeit voranschreiten. Zur Ritterrüstung! Auch hier war die Errichtung eines großen Wahrzeichens ein eindeutiges Symbol für diese Entwicklung. Hobby? Right. Alter, was geht da? So. Der weiße Turm. That
Ja, ich merke, Ressourcen werden irgendwann kein so riesiges Problem. Du siehst, wie viele Leute für was arbeiten. Das ist schon mal cool. Okay, das kann dauern. Alter. Schon ziemlich, denke 4 geht in Richtung, mehr in Richtung Age of Empires 2. Jo, habe ich auch gehört, dass es eher Age of Empires 2 sein soll, aber ich bin da lieber vorsichtig erstmal mit Aussagen. Alles kaputt machen! Die Bogenschützen! Hallo, ihr könnt auch Holz abbauen. Warte mal, andere. Macht mal hier Holzfällergebäude rein. We require more minerals. So. Nein, ich will alles kaputt machen. Wo ein paar einfache Flüchtlinge ein kleines Dorf gegründet hatten, entstand nun eine mächtige Stadt. Von dort aus würde ein Imperium entstehen. This is a win for us. Nice. Ja, also ich muss sagen, bis jetzt bin ich relativ zufrieden. Klar, Hotkeys würde ich vielleicht wahrscheinlich ein bisschen anders legen, aber erlernen Sie die Kunst des Krieges, okay? Das ist wahrscheinlich so ein Challenge-Modus oder so? Einzelspieler, die Normannen, der 100-jährige Krieg, das Mongolische Reich und der Aufstieg Moskaus. Es gibt 4 Missionen nur? Es gibt Gefecht, KI-Einzelspiele, KI-Teammitglieder gegen KI. Okay, 4 gegen 4 so gesehen oder sowas. Höhepunkt der Zivilisation, das Delhi-Sultanat muss seine Feinde abwehren, bis es das Land durch große kulturelle Leistungen prägen kann. 2v2v2, okay, ein reiches Land. Ein rohstoffreiches Land hat die Aufmerksamkeit fremder Eroberer geweckt. Die Franzosen müssen reagieren, um die Kontrolle über ihre Bodenschätze wahrscheinlich zu behalten. Dave is quick. Oh. Ha, zu behalten, tatsächlich. Atomfisch, danke dir für den Prime-Sub. Ehre, mein Lieber. Moin. Kunst des Krieges bringt dir die Grundlagen für PvP bei. Danke, Quendi. Merci. 3 grundverschiedene Gruppierungen treten sich auf einem labyrinthischen Schlachtfeld gegenüber. Okay. Nutzen sie ihre Schnelligkeit, um durch das bewaldete Gebiet vorzudringen und zu einem Schlag gegen 2 geschickte Gegner auszuholen. Und Kunst des Krieges, okay, war im Prinzip... Alright, copy. Gehen wir erstmal in die Kampagne, würde ich sagen. Ganz ehrlich, ich starte mal hier rein. Im Jahr 1066 setzte Wilhelm der Normanne nach England über, um das Königreich von seinem angelsächsischen Rivalen zu erobern. Nur einer konnte König sein. Dave. Es ist Dave. Oh, mein Finger juckt so ein bisschen, schwierig direkt zu nehmen. Wir machen mal Mittel.